Hallo, ich bin die Nina, ich bin Ärztin, Psychiaterin aus Haar und ich bin Mutter. Ich habe einen Sohn unter anderem, der in die Ganztagesklasse in Haar geht und deshalb jetzt sozusagen bis zu den Ferien 6 Stunden am Tag dazu gezwungen war, eine Maske zu tragen. Das macht mir Angst und das macht mich traurig. Und Traurigkeit empfinde ich oft in letzter Zeit. Ich bin traurig, dass ich ihm nicht helfen, dass ich ihn nicht schützen kann. Ich bin traurig, wenn Menschen, auch kleine Kinder, die keine Maske tragen können, ausgeschlossen und sozial ausgegrenzt werden. Ich bin traurig, dass viele traumatisierte Menschen durch die Maßnahmen weiter traumatisiert werden, dass viele psychisch Kranke erneut stigmatisiert werden. Ich bin auch traurig, dass Menschen durch die Maßnahmen schlimmer oder auch erst dadurch psychisch krank werden und dass vor allem sozial Schwache leiden, wie die wohnungslosen Menschen, die ich psychiatrisch betreue und die sich nicht einfach nach Hause zurückziehen können. Ich bin traurig, dass Unternehmen schließen müssen, Menschen verarmen, sich unwichtig und ungebraucht fühlen und das im Moment vor allem auch oft alleine und einsam ertragen müssen. Und ganz egoistisch bin ich auch traurig, dass ich meine Freunde nicht mehr so treffen kann, wie ich das will, dass ich sie nicht in den Arm nehmen kann. Und ich bin traurig, wenn ich daran denke, dass ich vielleicht bald nicht mehr ins Kino oder in den Urlaub gehen kann oder auch als Ärztin arbeiten, wenn ich mich nicht impfen lasse mit einer Impfung, über deren Langzeitfolgen wir einfach noch nichts wissen. Ja, und ich bin natürlich auch traurig, dass Menschen an Corona erkranken und versterben. Ich sage nicht, dass ich die Maßnahmen grundsätzlich falsch finde und einige von ihnen oder sogar die meisten würde ich persönlich auch freiwillig weiter durchführen. Aber ich sage, dass die Maßnahmen auch schaden und das will ich einfach aussprechen dürfen, ohne dass ich als rücksichtslos, wenig wertschätzend, Spinner oder rechtsradikal bezeichnet werde. Die Maßnahmen schaden. Sie schaden psychisch. Nicht nur die Reduktion sozialer Kontakte, das muss ich als Psychiaterin nochmal herausheben, das schadet einfach, sondern auch die Masken. Es gibt eine Psychologin, die Frau Pruser, die hat eine groß angelegte Studie mit mehr als 1000 Teilnehmern gehabt und kam dann zu dem Schluss, die Tatsache, dass über 60% der sich deutlich mit den Verordnungen belastet erlebten Menschen schon jetzt schwere psychosoziale Folgen erlebt, sprengte alle Erwartungen der Untersucherin. Damit befindet sich ein großer Teil der Belasteten mindestens auf dem Grenzbereich zur Traumatisierung. Und es gibt auch viele Kinderärzte, die davon überzeugt sind, dass Masken unseren Kindern körperlich schaden. Und es macht mich traurig, dass deren Forderung und auch die Forderung dieser Psychologe nach einer wissenschaftlichen Studie, nach Studien zu Maskentragen bei Kindern in Grundschulen zum Beispiel, dass die einfach nicht existieren. Und dass auch diesen Experten nach 100-fachen E-Mails insgesamt nicht adäquat geantwortet wird und vor allem auch, dass sie keine Daten, keine Zahlen, keine Studien bekommen, bei denen die einfach zulassen würden, dass man evidenzbasiert bewertet, ob bestimmte Maßnahmen zugelassen werden sollten oder nicht. Und das gerade, wenn es um Menschen geht, denen einfach nachweislich die Maßnahmen mehr schaden als die Erkrankung selbst, wenn es nämlich um unsere Kinder geht. Wie wollen wir eine Nutzen-Risiko-Abwägung zu Masken bei Grundschülern machen, wenn wir überhaupt nicht wissen, ob die überhaupt einen Nutzen haben? Und vor allem, wenn wir nicht wissen, wie häufig, wie schwer und welche Nebenwirkungen dadurch überhaupt auftreten. Und als Ärztin bin ich besonders schockiert darüber, warum wir nicht aufgeklärt werden. Denn es ist so, dass bei jeder medizinischen Maßnahme einfach eine Aufklärung notwendig ist. Und ich frage mich, wo die Prinzipien der Medizin sind bei diesen medizinischen Maßnahmen. Wir Ärzte in der modernen Medizin, wir führen Maßnahmen nicht einfach aus oder ordnen sie an, sondern wir gehen aus von einem mündigen Gegenüber und machen eine partizipative Entscheidungsfindung. Das nennt man dann Shared Decision Making. Das heißt, Arzt und Patient sprechen in Augenhöhe und unter evidenzbasierten Fakten zusammen und treffen eine gemeinsame Entscheidung, die sie auch gemeinsam verantworten müssen, welche medizinische Maßnahme genau angemessen ist und welche aber eben auch nicht.
Ich würde das ganz gerne, wenn ihr noch Geduld habt, an einem kurzen und vielleicht ganz ungewöhnlichen Beispiel darstellen. Und zwar, um den ersten Lockdown war ja die klare Empfehlung, dass Großeltern ihre Enkelkinder nicht sehen sollten, weil dadurch die Großeltern ja erkranken und versterben könnten. Und ich habe das, weil ich auch am Anfang in der Corona-Testung aktiv war, weil meine Kinder in der Notbetreuung waren, auch so gemacht, bis meine Mutter dann Einspruch erhoben hat und da auch so einen Nerv getroffen hat für mich als Medizinerin, weil sie gesagt hat, Entschuldigung, ich bin nicht dement, ich kann das immer noch selbst entscheiden. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wie würde ich das denn machen mit einem meiner Patienten? Und genauso haben wir das dann auch gemacht. Und zwar bin ich dann einfach in die Arztrolle geschlüpft und habe sie aufgeklärt darüber, dass das Risiko besteht, dass durch die Kinder sozusagen eine Erkrankung erst auf sie übertragen werden kann, dass sie dadurch eine schwere Erkrankung haben kann und dass sie als Risikogruppe sozusagen auch daran versterben kann. Und über die Vorteile musste ich hier überhaupt nicht viel sagen. Und im Sinne des Shared Decision Making sind wir dann auch zu der Übereinkunft gekommen oder ich habe ihre Entscheidung respektiert, dass sie die Kinder auch unter diesem Risiko weitersehen will, quasi gegen ärztlichen Rat. Denn meine Mama ist mündig und kann diese Entscheidung selbst treffen. Und wir sind... Und wir sind alle mündig und können Entscheidungen selbst treffen. Wir brauchen keinen Zwang, wir brauchen mehr, wir brauchen Aufklärung, sehe ich so. Wir brauchen Aufklärung einerseits zwar über den Nutzen, aber wir brauchen auch eine ehrliche Aufklärung über die Nebenwirkungen und Risiken von Maßnahmen. Und wenn es da zum Beispiel um unsere Kinder geht, um darum, dass die 6 Stunden am Tag eine Maske tragen müssen, dann brauchen wir darüber eine faire Aufklärung. Denn wir sind mündig und wir machen uns Entscheidungen auch nicht leicht. Ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr zu meiner Oma fahre mit den Kindern, die ich wahnsinnig gerne wieder sehen würde über Weihnachten. Weil natürlich will ich nicht, dass meine Oma durch mich, durch die Kinder vielleicht an Corona erkrankt und dadurch verstirbt. Ich will aber auch nicht, dass meine Oma vielleicht ihr letztes Weihnachten hat, die ist schon über 90 und vielleicht dann versterben muss, ohne dass sie mich und ihre Urenkelkinder sehen konnte. Und ich will diese Entscheidung mit ihr zusammentreffen und ich will nicht, dass eine Frau Merkel oder ein Herr Söder für uns diese Entscheidung trifft. Ja, momentan bin ich oft traurig. Aber Traurigkeit ist eine Emotion, die man braucht, um zu überleben. Und unter diesen aktuellen Bedingungen, finde ich, ist Traurigkeit ein Zeichen seelischer Gesundheit. Ist völlig nachvollziehbar. Und sie ist vielleicht auch Teil eines Verarbeitungsprozesses und hoffentlich ein erster Schritt auf dem Weg zu einem Neuanfang. Vielen Dank.